Ja, ich bin Julia Meyer. Ich habe zwei Restaurants, eins in Essen. Wir befinden uns gerade in der Fischerei. Und ein weiteres in Duisburg. Das ist eine Gastronomie am Golfplatz gelegen. Mit meinem Betreiber zusammen, dem Solli. Ja, und wir machen die Fischerei seit einem Jahr und das Abzweig schon seit 12 Jahren. Ja, wir haben jetzt natürlich wie alle erstmal eine ganze Zeit lang zugehabt. Dann kam so die erste Schockstarre, dass man sich erholt hat. Dann haben wir auch 2 Wochen später eben mit dem Lieferservice begonnen, auch in beiden Restaurants. Wir waren da relativ, sag ich mal, zufrieden im ersten Moment mit, weil es einfach eine Fixkostendeckelung war. Ja, und jetzt sind wir natürlich davon betroffen, dass wir offen haben dürfen, aber eben mit sehr geringer Platzanzahl. Das reduziert sich teilweise unter 50%. Die Fixkosten bleiben gleich. Wenn man 5 Tage die Woche auf hat, sind auch sofort die Personalkosten wieder zu vollem Maße dabei. Insofern große Bedenken. Ich würde sagen, wir haben eine Woche nach unserem Eröffnen des Abholservice dort mit angefangen und haben dann eben nach Möglichkeiten gesucht, was uns eben angeboten wird und um eben auch dem Gast das zu vereinfachen. Und seitdem nutzen wir eben Bestelllokal. Ja, das ging eigentlich sehr reibungslos, eingeloggt, alles eingetragen und ja, es ist sehr einfach zu bedienen und geht alles schnell und zügig und schwupps, da war es drin. Also hat alles gut gepasst. Wir würden auch jetzt, wo wir wie gesagt auch noch nicht wissen, ob unsere Restaurants auch mit den 50% ausgelastet sind, wir werden vom Lieferservice auf gar keinen Fall Abstand nehmen und wollen auch in beiden Lokalen weiter den Abholservice bereitstellen und auch dort auf jeden Fall werben wir weiter mit der Bestelllokal-App, weil es eben einfach für alle das einfacher macht. Es bestätigt ja sofort die Anfrage, man hat einfach auch als also Unternehmer weniger Arbeit damit und vereinfacht viele Schritte. Also wir haben wirklich alle sozialen Medien genutzt, Instagram, Facebook und auch auf der Homepage haben wir es jetzt überall vertreten. Genau, wir haben es bei Google My Business eingetragen. Wirklich um einfach dem Kunden und jedes Mal, wenn eben unsere Werbung kam für den Abholservice oder unsere Speisekarten veröffentlicht wurden, haben wir überall Bestelllokal mit draufgenommen und einfach verbreitet und es ist auch gestiegen. Also in der Nutzung am Anfang waren sie alle etwas vorsichtiger und dann ging es ganz schnell. Also was stellen wir uns für die Zukunft vor? Dass natürlich wir so schnell wie möglich wieder auf 100% fahren können und letzten Endes einfach das normale Leben dort wieder weitergeht. Aus der Krise nimmt man einfach mit, dass man sagt, es bleibt dabei, dass eine Internetpräsenz sehr wichtig ist. Wir werden mit Sicherheit versuchen, den Abholservice to go, Speisen zu mitnehmen, auch in irgendeiner Form weiterzumachen. Man hat sich dort in das ganze Thema reingearbeitet und funktioniert auch ganz gut.